Den Zwölfen zum Große und willkommen zurück zu Satinovs Ketten. Und der goldenen Harfe, am besten nicht drauf spielen, sonst sind wir wahrscheinlich weg vom Fenster. Ja, wir sind in so einem Traumbereich. Nachdem wir im Feenreich waren, durften wir in die Traumgemächer. Und da sind wir jetzt hier. Alles ein bisschen, naja, nebulös, sag ich mal. Es gibt ein Tor, durch das wir nicht durchschreiten konnten. Wir mussten uns erst hier auf die Couch legen bei der guten Traumweberin. Ja, da haben wir die Vergangenheit verarbeitet und sind jetzt sicher, dass wir nicht schuld sind an allem. Sondern ihr. Ach, guck mal, haben wir mitgenommen aus dem Traum. Glasscherbe und Schlüssel, so, so. Ich habe ja auch mal die Dings angeschaut, die Achievements, die. Na, ist das Deutsch? Die Veröffentlichung? Wie heißt das noch gleich? Die Achievements halt. Errungenschaften, Erfolge, wie auch immer, genau. Und, danke, lieber Zuschauer. Und die habe ich mir da mal angeschaut und gemerkt, ist ganz witzig. Die Ältesten sind von 2012, ja, als ich das Ganze jemandem geschenkt hatte. Die hat das dann gespielt. Das ist also schon eine ganze, ganze Weile her. Und aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Und dann kamen wohl keine Achievements mehr. Aber ich bin sicher, die hat das durchgespielt. Sehr merkwürdig. Dann 2020 war das nächste Mal. Und jetzt haben wir die aktuellste Version. Schon witzig, naja. Genau, die Traumgemächer. Dieses verfluchte Tor lässt mich nicht passieren. Doch jetzt. Angeblich ist mein Geist von Finsternis erfüllt. Zum Glück hilft mir die Traumweberin. Sie sagt, ich muss mich meinen Albträumen stellen und die Dunkelheit in mir überwinden. Das haben wir nämlich gemacht. Jetzt kommt das. Ja, genau. Das also war die Bedeutung dieses Reifs aus meinem Traum. Ein Zauberding, mit dem der Seher seinen Geist in den Raben gerettet hat. Genau, weil das nämlich eine Feder in diesen komischen Reif, den er um den Hals trug, ist da reingeflogen. Hat dann Corvus gerufen, hat sich wahrscheinlich dann in den Raben irgendwie, ja, teleportiert, transformiert, wie auch immer. Ein Zauberding, mit dem der Seher seinen Geist in den Raben gerettet hat. Ah, und wenn ich nach Andergast zurückkehre, sollte ich nachforschen, wo dieser Reif geblieben ist. Genau, Corvus hat er gerufen. Rabe. Gut, also jetzt geht's heim in die Heimat, ja? Jetzt merke ich erst, wie unendlich müde ich bin. Ja, ich war schon lange unterwegs. Sieht fast so aus wie die Harfe auf Gwynlings Bild, aber weniger unheimlich. Stimmt, von den ganzen geschwungenen Geschichten, wo ich erkennen konnte, sitzt da jetzt ein Rabe. Jetzt sieht man es eher, ne? Der Vogel hier auf so einem Stock sitzt er hier. Hier ist dann quasi die Schwanzfeder. Hier ist der Rücken hier oben. Irgendwie so. Seid ihr mit eurer Harfe verwachsen? Jeder hat seinen festen Platz in der Schöpfung. Verzeihung. Sprech noch mit ihr. Hab Dank. Leb wohl, Feenfreund. Oh, Feenfreund. Eure Musik macht schläfrig. Dazu ist sie da. Wir setzen uns nochmal. Ich darf mich jetzt nicht ausruhen. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Gut, dann machen wir das. Könnt ihr irgendwas geben? Können sie abstechen. Oder alles in Brand stecken. Aber der Boden sieht relativ... Ach, guck mal, der Boden sieht so ein bisschen aus wie der Spiegel in der, im Museum, oder? In dieser... Museumswelt. Ist das quasi der Spiegel, dass man sich selber seinen Träumen, Ängsten und sowas stellen muss? Ist das der Grund? Eieiei. Das Tor, ganz so wie in Nuris Höhle. Ist das ein Ei? Ein Ei. Ja gut, ganz am Anfang hatten wir auch ein Ei. Ein Spatzenei. Nee, Federei. Nee, Kuckucksei. Ach was, irgendein Ei halt. Was weiß ich. Sandorin, Amorindal, Amil, Amis. Du darfst gehen, Nachthaar. Den Göttern sei Dank. Als Geron in seine Heimat zurückkehrte, war dort ein ganzer Mond verstrichen. Er war zu spät gekommen. Ein Fieberwahn hatte das Land befallen. Die Boten des Seers überbrachten finstere Träume. Träume vom Untergang. Der Seher hatte sich sein eigenes Prophetenreich erschaffen. Ein verzweifeltes Reich.
ein Reich der Angst. Wo? Feenquelle. Noris Versteck. Ich bin wieder zurück. Aber wieso schneit es? Es kann doch nicht einmal Anfang Boron sein. Nori. Eisiger Empfang. Hier hat sich aber viel verändert. Aha. Interessant. Neues Kapitel. Die Dornenhecke. Die wir durchschlagen müssen mit dem Messer. Warum hat Nori mir das hier bloß in den Weg gepflanzt? In diese Welt kehre ich hoffentlich nie wieder zurück. In seinem Innern glitzert etwas. Er muss aus dem Wasser des Feentors bestehen. Was mag es sein? Honig? Was haben wir denn mitgenommen? Arme Nori. Ohne sie hat keiner ihrer Freunde den Winter überlebt. Nori wird froh sein, dass noch etwas überlebt hat, nachdem Hinkel, Finkel und der Rest ohne ihre Fürsorge verdorrt sind. Er hat sich sogar den Namen gemerkt, der ganzen Kreaturen. Na gut, wir hacken. Ah, Feuerstein, oder? Frei hacken. Feuer. Viel zu nass. Also trocken pusten. Vernichte. Die Pflanzen werden wohl kaum von meinem Fluch zurückweichen. Dann zerhack es halt. Nori wird es verzeihen. Boah, so schnell. Na gut. Ja, aber jetzt wieder eine Errungenschaft freigeschaltet. Hä? Naja, das ist ein Rätsel für sich. Das muss ich selber mit mir selbst klären. Schneid mal den Eiszapfen ab oder zupf ihn ab. Magischer Eiszapfen. In seinem Innern glitzert etwas. Er muss aus dem Wasser des Feentors bestehen. Magischer Eiszapfen. Pflücke die Blume. Eine Alraune hat überdauert. Zack. Und das war's mit Alraune. Verrottet und erfroren. Die kann man nicht einmal mehr Schweinen vorwerfen. Ach komm, die fressen eh alles. Nun gut, können wir uns nicht mehr zurück. Benutze magische Eiszapfen mit Alraune. Unsinn. Was? Zünde sie an. Mein Kopf ist leer. Naja, komm. Jetzt ist er geschmolzen. Ja. Und das Wasser verronnen. Und es blieb übrig ein... Hä? Wie? Verdammt! Shit! Habe ich es jetzt kaputt gemacht? Offensichtlich. Nein, der magische Eiszapfen. Los, bilde dich neu. Ich habe es geschafft. Ich bin entkommen. Ja, ja. Moment, fließt das... Tropft das Wasser hier nach oben? Sieht so aus, ne? Das fließt doch nach oben. Komm, erzähl mir doch nichts. So machst du wieder heil. Dieses Tor repariere ich ganz gewiss nicht. Machst du mal ganz kaputt. Keine Zeit für Experimente. Was denn für Experimente? Kannst du sie wieder ganz machen, die Alraune? Geht nicht kaputt. Geht sie wieder ganz? Unbeschädigt. Ja, ja. Zerschneiden. Sie sind schon tot. Na gut, dann. Verdammt, hoffentlich war es kein Fehler, jetzt hier das Wasser zu schmelzen. Ich dachte, da ist was drin. Weil da glitzert was im Inneren, hat er gesagt. Und jetzt ist da gar nichts. Och, Mann. Ach Gottchen, der einzigmal so schöne herbstliche Wald, alles kaputt. Flechte. Fest verwachsen. Schneid es los. Endlich können wir mal mit dem Messer was machen. Verrückt. Sonst wollte er nie. Na gut, vielleicht mit den Seilen und den Netzen und so. Ja gut, wir haben schon einiges damit anfangen können. Ist jetzt nachgewachsen. Ich hätte gern das... Da ist er wieder. Ein Glück. Vielleicht müssen wir ihn schnell irgendwo hindringen oder so, bevor er schmilzt. Na gut, ist ja eh arschkalt. Vielleicht mal einen Kittel anziehen oder so. Tja, kein Igel mehr. Keine Schnecke, kein Schneckenhaus. Haben wir das eigentlich noch oben? Wir können doch... Ja klar, müssen wir umhaben, ne? Wir können doch zaubern. Wir haben ihre Magie noch um den Hals. Ihre Reparations... nicht Reparation. Reparatur. Dings. Ach, guck mal hier. Der Dingsbold. Der Zaunboldritter.
erstmal den Eierchen zu weichen, bevor er verdaut. Der hat wohl den Wintereinbruch verschlafen. Knack. Wir haben Flechte. Wir haben braunen Eichenzweig. Also wir können jetzt ein Feuerchen machen, dass er nicht erfriert, oder wie ist das? Der hat wohl den Wintereinbruch. Ja, ja, verschlafen wahrscheinlich, ne? Wie der verfilzte Bart vom alten Seffel. Bart. Müssen wir irgendwie was basteln? Oder uns selber verkleiden, dass wir uns reinlassen? Gut, was hat denn der Zornbold? Ritter Zornbold? Was? Wer? Erinnert ihr euch nicht mehr an mich? Der Hof im Taschgebirge, im letzten Herbst. Nuri. Ach ja, der Bauernjunge mit dem schönen Mädchen. Hallensteller. Ach, so schnell vergeht die Zeit. Sag, was ist aus dem Mädchen geworden? Nun, sie wurde entführt. Los, hilf uns bei der Wiederbeschaffung. Der Seher hat sie entführt. Der Seher? Dann ist sie verloren. Ich werde sie retten. Wach auf, Junge. Sie ist bestimmt längst hinüber. Nein, er braucht sie lebend. Niemand weiß, wo der Seher seine Macht konzentriert. Und jeder, der ihn wirklich aufspürt, ist des Todes. Glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Wieso, du lebst doch noch. Was mit dem Feenforscher? Wisst ihr, ob ein Feenforscher Andergast erreicht hat? Ein auffälliger Kerl namens Giacomo Nauta. Nie gehört. Frag lieber mal in der Magierakademie. Die kennen sich mit sowas besser aus. Ach, und die lassen mich ein? Ja, jetzt bestimmt, ne? Ist ja einiges an Zeit ins Land verstrichen. Ist halt gezogen. Wie geht's ihm? Warum sitzt ihr hier allein vor der Stadt? Ich bin an meiner Queste gescheitert. Ich habe den König und mein Land enttäuscht. Ich war auf der Suche nach dem Seher. Er ist zurück und schickt seine finsteren Krähen über das Land. Der Wahnsinn erfasst uns alle. Habt ihr den Seher aufgespürt? Nein, aber ich war ihm nahe wie kaum jemand zuvor. Je weiter ich ritt, desto öfter wurde ich von unheimlichen Kreaturen beobachtet. Ihre seelenlosen Blicke brannten in meinem Rücken und sogen mir das Leben aus den Knochen. Geschwächt verließ ich schließlich meinen Pfad, um sie in der Dunkelheit zu konfrontieren. Doch sie kämpften mit widernatürlicher Kraft. Ich entkam ihnen nur mit Not. Sie wollten mich möglichst weit vom Versteck ihres Meisters fernhalten. Ich bin mir sicher. Ach ja, die Kreaturen jetzt ja immer noch. Oh, unangenehm. Erzählt mir von den Kreaturen, die euch zurückgeschlagen haben. Seelenlose Geschöpfe. Kalt, unnachgiebig und endgültig wie Boron selbst. Ich will nicht mehr daran denken. Sie waren nicht von dieser Welt. Richtig. Kam aus der Welt Nau... irgendwas mit N. Nauritanien? Nö. Andergast. Was ist mit Andergast geschehen? Das Unheil brach über uns herein. Krähenschwärme verwüsten das Land, bis nur noch tote Erde zurückbleibt. Sind es noch mehr geworden als im Herbst? Ganze Krähenstürme! Jede Nacht werden es mehr. Es heißt, sie bringen diese schlimmen Albträume. Selbst in ihren Häusern sind die Leute nicht mehr sicher. Nicht einmal dort. Was mit dem König? Sprich! Was unternimmt der König gegen die Bedrohung? Als er erfuhr, wer hinter der Krähenplage steckt, sandte er die tapfersten Ritter und vielerlei Soldvolk aus, um den Seher ausfindig zu machen und zur Strecke zu bringen. Doch keiner kehrte siegreich von seiner Queste zurück, wenn er überhaupt zurückkehrte. Und nun bin auch ich gescheitert. Wo ist der König? Er hat sich in der Burg verschanzt. Es scheint, dass der Seher sein unheilvolles Werk nach 13 Jahren nun doch noch vollendet. Mehr muss ich dazu nicht hören. Ihr sitzt hier, weil ihr an der Aufgabe gescheitert seid? Ich wage nicht, unverrichteter Dinge zurückzukehren. Ob ich nun Bericht erstatte oder nicht, unser aller Ende ist doch nicht mehr aufzuhalten. Zu verharren und aufzugeben hilft genauso wenig. Lass mich! Ich habe versagt! Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel schwerer ist, diese Last zu tragen, als mein Leben für das Land zu geben. Mal auf rumzuheulen. Ja, hilf uns lieber. Kannst uns hier Geleitschutz geben. Wir geben ihm eine Raune. Was soll er dazu schon sagen? Was weiß ich, weil das so schön ist. Vielleicht ja schön flauschig. Brauche ich vielleicht noch. Ja, stimmt. Will er vielleicht den magischen Eiszapfen haben? Das wird ihn kaum interessieren. Weißt du doch, ich frag ihn doch erstmal. Seht, ein Zweig hat überlebt. Ah. Ein Zeichen der Hoffnung. Träum weiter, Junge. Oder noch besser,
träume gar nichts mehr. Der Emo-Ritter. Der Emo-Bolt. Können wir denn deine Waffen haben? Das ist ein relativ kleiner Schild, oder? Ein Schildchen. Komm, weiter. Der ist eh verloren. Er ist schon so gut wie tot. Ach, guck mal, hier war angefangen, ne? Oh, die Sau da unten hat es nicht ganz so überlebt. Die andere Sau da unten auch nicht. Wer ist das denn? Der Olgiert. Und die haben einen neuen Tonkrug gebaut. Soll ich nur auch mal sprengen? Wo ist denn der andere Kollege? Wahrscheinlich ist er jetzt alleine, weil es seinen Kollegen verrissen hat, wetten? Wir sagen mal hallo. Und die Fässer haben sie aufgeräumt. Sehr nobel. Oder verbraucht. Olgiert. Olgiert, was machst du da mit der Heugabel? Geht weg. Lasst mich in Frieden, Albträume. Beruhige dich, ich bin es, Geron. Geron? Ausgerechnet du, kurz vor dem Ende. Was hat er mit der Mistgabel gemacht? Hoffentlich nur Raben gepiekt und nicht im Wahn andere. Was hast du nur? Was ist mit Ulfried passiert? Er ist tot. Ich habe ihn mit der Forke niedergestochen. So viel dazu. Okay. Warum hast du Ulfried umgebracht? Ja, du gibst mir die Schuld, nicht wahr? Ich bin schuld. Ich höre sie rufen. Mörder! Mörder! Da ist nichts, Olgiert. Hör doch! Warum hast du das getan? Ich hatte diese Träume, dass ich seinetwegen verrecken muss. Seinetwegen. Da glotzte er mich immer an. Mit seinen gierigen Schweinsaugen. Grunzte, er hätte Hunger. Immer wieder. Ich hab Hunger. Ich wusste, er frisst mich mit Haut und Haaren. Er frisst mich, wenn ich ihm die Forke nicht durch den Kopf treibe. Alles klar. Also haben die hier alle so ein bisschen aneinander Waffel, kann das sein? Bis die Träume drehen sie langsam hohl. Was meinst du mit Ende? Ich bring mich um. Ich kann nicht mehr. Rede keinen Unsinn. Die Träume, Geron. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich seine Fratze. Im Schlaf sucht er mich heim. Ich bin ein Mörder, Geron. Und Mörder müssen sterben. Gib mir mal kurz die Heugabel. Gib mir die Heugabel. Nein, sie lag hier. Jetzt ist sie mein. Kannst sie bald haben. Ich brauch sie nur noch einmal. Ich kann nur das Zeug. Lass den Unsinn, gib mir die Heugabel. Es wird sicher alles gut, glaub mir. Ausgerechnet dir soll etwas an mir liegen? Vielleicht hast du uns das alles eingebrockt. Warum sollte ich auf dich hören? Ja, Schuld ansprechen, Vertrauen gewinnen, komm. Vertrau mir, alles renkt sich wieder ein. Ach ja? Genau, hilf mir, die Krähen zu fangen. Ich bin ein Vogelfänger. Ich werde diese Krähen unschädlich machen und dann... Diese Krähen kommen aus den Niederhöllen. Mit einem lumpigen Netz kannst du hier nichts ausrichten. Ich weiß, aber Gwindling hat ein Mittel gefunden, wie man die Vögel zurückverwandelt. Vertrau mir. Ich weiß nicht. Du trägst keine Schuld an Ulfrieds Tod. Sie ist schuld, ist das Offensichtliche. Olgiert wurde verzaubert. Olgiert hatte Angst. Wir wollen doch dafür sorgen, dass er sich nicht mehr schuldig fühlt, sondern sagt, er hatte nur Angst. Du hast ihn abgestochen wie ein armes Schwein. Vielleicht hat er sich auch nur gedacht, das wäre der Olgiert mit seinen Schweinsäuglern und da liegt die Sau. Vielleicht hat er nur die Sau erstochen. Olgiert hat Angst. Du hattest eben Angst. Wer Angst hat, will überleben und handelt ohne nachzudenken. Wie ein Tier, ja? Wie jedes lebende Wesen. In dieser Lage wäre jeder verzweifelt. Du darfst dir keine Vorwürfe machen. Ich weiß nicht. Er ist ja Olgiert. Ulfried ist der andere. Passt schon. Jetzt gib mir endlich die Heugabel, Mann. Na los, gib mir die Heugabel. Nein, die Mistforke ist mein letzter Freund. Sie wird mein Gewissen zum Schweigen bringen. War das wieder falsch? Wir können ihm ja stattdessen eine Alraune geben. Lass den Unsinn, gib mir die Heugabel. Es wird sicher alles gut, glaub mir. Ausgerechnet dir soll vielleicht, warum? Warum? Vertrauen gewinnen, Schuld absprechen. Du trägst keine Er wurde verzaubert, Mann. Du warst nicht du selbst. Diese Krähen haben dich verzaubert. Verzaubert? Ja.
du hättest Ulfried doch niemals etwas getan. Also muss das ein Fluch gewesen sein, der mit deinen Händen die Heugabel geführt hat. Meinst du wirklich? Ja. Jetzt gib mir die Heugabel. Vertrauen gewinnen? Vertrau mir. Ach. Krähen fangen. Also hat ja funktioniert, ne? Mit dem, wir haben das Mittel quasi. Ich bin ein Vogelfänger. Diese Krähe mit einem... Ich weiß. Vertrau mir. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es gibt die Heugabel. Na los. Nein, die Mist... Kriegt man das überhaupt her? Es gibt die Heugabel. Gib mir die Nein, sie lag hier. Kannst sie bald haben. Muss noch einmal, ja. Jetzt hör mal auf. Lass dich. Es wird ausgereckt vielleicht. Warum? Weil, erstmal Vertrauen. Ach ja. Keine Feindschaft. Ich bin nicht dein Rivale, schon lange nicht mehr. Inzwischen weiß ich nämlich, wer an all dem schuld ist. Ich habe nichts gegen dich. Andergaster halten zusammen, richtig? Ja, Mann. Ich weiß nicht. Schuld absprechen. Du trägst keine Schuld an Ulfrieds Tod. Der Seher schuld. An allem hier ist doch der Seher schuld. Er hat die Krähen geschickt. Er ist schuld an deinen Albträumen. Ja, aber ich bin schuld an Ulfrieds Tod. Nein, der Seher ist es. Ohne ihn wäre Ulfried noch am Leben. Ich weiß nicht. Es gibt doch das Ding endlich hier. Na los, gib mir die Heugabel. Nein, die Mistforke ist mein letzter Freund. Kriegt man das nicht? Jetzt probieren wir alle Möglichkeiten mal aus. Ich habe nämlich keinen Bock, dass der sich wegen uns da die scheiß Forke ins Gesicht rammt. Lass den Gesicht und es rammt. Wird ausgerechnet vielleicht. Warum? So, Vertrauen gewinnen. Vertrauen? Ach ja? Ach ja, du bist kein Unglück. Ich bin kein Unglücksbringer, das weiß ich jetzt. Hast du nicht immer gesagt, dass das Unglück über Andergast kommt, wenn ich nicht verschwinde? Ja. Aber ich war verschwunden und sieh, was danach geschehen ist. Ja, das stimmt. Kann das nicht bedeuten, dass ich durch meine Rückkehr die Dinge wieder richten? Aber dafür musst du mir vertrauen. Meinst du wirklich? Ja. Meinst du wirklich? Du trägst keine Schuld. Okay, der wurde verzaubert. Was hat denn funktioniert? Margaret hatte Angst wie ein Tier. Du, war das? Wer Angst wie ein, wie jede in dieser... Ich weiß nicht. Gewende das Ding her. Na los. Nein, die Mist. Lass den Unsinn, es wird sich... Ausgerechnet vielleicht, warum... Verstehe ich nicht, wie... Schuld absprechen, Vertrauen gewinnen erstmal. Dann die Schuld absprechen. Vertrauen. Ach ja. Das muss auch gehen. Keine Feindschaft. Kein Unglücksbringer. Ja, alles ist ja eingerichtet. Aber darf... Meinst du wirklich? Ja, ich meine. Schuld absprechen. Vielleicht mal die Reihenfolge ändern? Na los, gib... Nein, die Mist... Verdammter Idiot. Gib die... Lass den... Dumme. Es wird sich... Ausgerechnet, vielleicht hast du uns das alles eingebrockt. Warum sollte... So. Lass mir Schuld absprechen. Du trägst... So. Er hatte Angst. Das hat ja super funktioniert, ne? Wer, wie, ich war. Vertrauen gewinnen. Vertrauen. Ach ja. Ach ja, wir sind kein Unglücksbringer. Sus. Hast du nicht. Ja, aber ich war. Ja, das stimmt. Ja, kann ja das stimmt. Aber darf. Meinst du wirklich? Absolut, jetzt gib die Heugabel, Mann. Na los, gib mir die Heugabel. Nein, die Mist. Ach, dann verreck doch. Mach keine Dummheiten. Nur noch ein paar Atemzüge. Komm, wir machen ihm die Forke kaputt. Geht das? Hatte schon bessere Einfälle. Ich brauche deinen Krug, Olgiert. Nimm ihn dir. Nimm alles, was du finden kannst. Wir brauchen ihn eh nicht mehr, komm. Der Olgiert. Ob wir es gleich hören, wenn er sich da selber richtet. Geht schnell mal weg. Ach, im Hintergrund alles voller Vorres. Also dem ist offenbar... Da bin ich also wieder. Nicht zu helfen. Girons Eltern. Wenn ihr wüsstet, was ich erlebt habe. Ach. Nadel und Faden. Genau, stechen. Grünes Wams? Wirkt irgendwie alles wie eine Verkleidung, oder? Tonkrug. Flechte irgendwie mit Nadel und Faden irgendwie. Ich muss mal irgendwas basteln. Ich bin mal gespannt. Eine Verkleidung basteln. Ach, endlich dürfen wir die Öllampe. Sie steht da, wo sie stehen muss. Mitnehmen. Sie steht da, wo sie stehen muss.
Achso. Damit lässt sich das Gebräu erhitzen. Das Gebräu. Ach, müssen wir Gift machen gegen die Krähen. Müssen sie damit füttern, dann krepieren sie alle. Herbarium. Wer ist dieser Herr? Ach, guck mal hier. Hat aber gut getroffen. Die hat er bestimmt im Traum gesehen, oder? Gespiegelt sieht es schon so aus wie das, was die Alte da hatte. Könnte schon sein. So, Herbarium ist aufgenommen. Gwynlings kleine Pflanzenkunde. Ja, aber was können wir denn machen? Verbrennen. Oh, sehr gut. Ich muss diese Harfe finden. Ich bin sicher, der Seher hält Nuri dort gefangen. Was steht hier geschrieben? Die Schrift ist winzig. Ja, wie schon mal. Kriegen wir das nicht irgendwie hin? Kann man die wieder heil machen? Aha! Glaskolben, sehr wachsam. Können wir das als Dings benutzen, als Vergrößerungsglas? Wozu? Vergrößerungsglas. Nein? Gut, dann auf den Dreifuß. So, dann können wir vielleicht mit der Flechte können wir Feuer machen, vielleicht. Warum sollte ich? Feuer. Gut, dann zünden sie halt so an. Wahrscheinlich ein Bunsenbrenner, ne? Läuft mit Gas. Sicher? Okay. Okay. So, was muss da rein? Hohenkrug, ist da Wasser drin? Das hilft auch nicht weiter. Ja, ich weiß. Was muss denn da rein? Die Alraune vielleicht. Ich muss sicher gehen, dass das wirklich eine Zutat für Gwynlings Gegenmittel ist. Gegenmittel? Okay. Offenbar hat irgendjemand Leiden. Ein Gebrechen. Schublade. Ja, nimm Schublade. Ach nee. Was ist das? Leer. Leer. Komm aus dem Fenster. Vielleicht sitzt auf der Mauer die Nuri. Ah, leider nicht. Ah, er lebt noch. Ja, er lebt noch. Gehen wir mal. Ach genau, wo ist denn die Hilda? Lebt die noch? Müsste, oder? Doch, doch, doch. Ach, hier war sie. Der Kräuter stand. Ach ja, da hat jemand guten Ulfried so ein bisschen gepiekt. Gepiesackt. Komm. Was wohl aus Hilda geworden ist? Verlassen. Tja, schneid's mal auf. Macht der wirklich krass. Jetzt habe ich eine Parlamentärsflagge, die ich nicht brauche, weil ich den Seher töten werde. Waschschüssel. Darin. Was? Darin hat Hilda immer ihre Kräuter gewaschen. Jetzt wäschst du sie darin. Herbarium? Was ist das? Diese Kräuter? Wurzel hat überlebt. Ja, sauber. Was ist denn das? Noch eine Wurzel? Eine Wurzel. Ach so, eine Wurzel. Wurzel, Alraune, Hilda wird schon auf sich aufpassen. Ja, glaube ich auch. Tote Lerchen. Warum hängen da hinten zwei tote Lerchen? Zwei tote Lerchen, weiß ich nicht. Kann ich die mitnehmen, die toten Lerchen? Das ist Olgierts Freund Ulfried. Der Rabe wird für jeden Toten bezahlen. Komm. Wer weiß, wann es wieder was Gutes zu essen gibt. Wird doch nichts. Naja, hätte ja sein können. So, Magier Akademie. Da sollten wir eigentlich rein. Aber da gehe ich natürlich nicht hin. Guck mal, da versteckt sie einer. Ich sehe dich genau. Im Wachhäuschen. Wahrscheinlich schön vernagelt, damit die Raben ihn nicht fressen. Fällt er in den Graben, fressen ihn die Raben. Deswegen hat er da keinen Raben, Graben. Was? Oh. Hier kein. Wie hieß der noch? Der Pisspage. Die Krähen haben von dem Stadtbanner nichts übrig gelassen. Falls die Krähen jede Stadtbanner so zurichten, wäre es ein starker Köder. Ja, ja. Zum Glück. Weißes Zeltdach. Ah, mit grünem Wams. War das nicht grün und weiß, das Wappen? Die Krähen haben von dem Stadtbanner fast so. Was? Die Krähen fast so, als wüssten sie, was es den Andergastern bedeutet. Ja, ja, hol dir mal ein. Winde. Komm, dreh. Also, das müssen wir jetzt mit Nadel. Weg mit dem Fetzen. Ja, mit Nadel und Faden zurecht. Nimm Nadel und Faden. Und weißes Zeltdach. Womit soll ich das zusammennähen? Mit dem grünen Wams. Vielleicht kann sich Nuri später daraus ein Kleid nähen. Was ist denn für ein Kleid? Okay, dann zerschneiden wir diese Zeltbahn erstmal. Welche Form soll ich ausschneiden? Ich brauche eine Vorlage.
Ach so. Ja, wo ist denn jetzt die, wo ist denn jetzt das Banner hin? Klingt eine Krähen. Die Krähen haben von dem Stadtbanner nichts übrig gelassen. Fast so, als wüssten sie, was es den... Ja, ja. Die Krähen fast... Fast. Die Krähen fast so... Überall. Was ist das? Ein Fenster. Ja, guck da. Da oben ist jemand. Wink doch mal. Hallo. Toga? Ist... Wer? Geron? Der Vogelfänger? Du kannst hier nichts ausrichten. Diese Biester kann keiner fangen. Geh lieber. Noch kannst du fliehen. Du siehst müde aus. Ich tue seit Tagen kein Auge zu. Warum nicht? Eine Krähe hatte mich angegriffen. Seitdem plagen mich schreckliche Träume. Dass meine Frau im Kindbett stirbt. Und meine Tochter für immer in den Wäldern verschwindet. Beides ist wahr geworden. Das tut mir leid. Lass mich zum König, sofort. Oh, mach dich nicht lächerlich. Niemand tritt vor den König. Das Unheil, das der Seher über uns gebracht hat, beansprucht seine ganze Aufmerksamkeit. Genau deswegen bin ich hier. In diesen Tagen herrscht das Verderben über Andergast. Am besten läufst du einfach weg. Weit weg. Du bist noch jung. Das stimmt. Dreier Zugang zur Burg. Es muss doch möglich sein, zum König vorgelassen zu werden. Solange die Krähen hier ihr Unwesen treiben, gelangt niemand in die Burg. Ach guck mal, das Wappen auf der Brust ist ein Zweig oder sowas. Das könnte ich als Vorlage nehmen. Nochmal gucken. Es muss doch möglich sein, solange... Hier. Ja, das ist ein komischer Eichenzweig. Das können wir als Vorlage nehmen. Geh lieber. Noch kannst du fliehen. Noch kannst du fliehen. So, jetzt mal gucken. Womit soll ich das zusammennähen? Mit dem braunen Eichenzweig. Der lässt sich nirgendwo aufnähen. Wieso? Womit soll ich das zusammennähen? Mit dem Grünwams. Vielleicht kann sich Nuri später daraus ein Kleid nähen. Daraus wollte ich mal ein Wams machen, um in Olgierts patriotischen Haufen aufgenommen zu werden, der die Farben Andergast zur Schau trug. Zum Eben. Glück fehlte mir die Geduld, es fertig zu nehmen. So ein Glück. Herbarium. Der hat wohl den Wintereinbruch verschlafen. Was machen wir denn damit? Halt! An die Fahnenhalterung. Aber ohne das bringt das nichts, ne? Grünes Eichenblatt und rote Krone auf weißem Grund. Ah. Wenn ich das Banner erneuern will, brauche ich diese drei Dinge. Ja, ja, ja. Grünes Banner auf rotem Grund. Oh, das müssen wir wahrscheinlich ins Blut tunken, oder? Ins Blut tunken. Grünes Eichen... Ja, ich muss das quasi als Vorlage nehmen und dann da ausschneiden. Wieso macht er das nicht? Grüner Stoff und brauner Eichenzweig. Aber Zeig für doch. Ein Stadtwappen brauche ich einen Eichenzweig aus grünem Stoff. Dann schneid's doch aus. Ja, komm, das können wir schnell. Schneid das mal raus. Dann sitze ich hier und schneide. Also, wo bin ich denn? Perfekt. Ein grüner Eichenzweig. Genau. Grüner Eichenzweig. So, jetzt nähe das mal zusammen. Womit soll ich das zusammennähen? Natürlich mit dem grünen Eichenzweig, Mann. Womit soll ich das zusammennähen? Eigentlich bräuchten wir doch die, Womit soll ich das zusammennähen? Ja, für die rote... Womit soll ich das zusammennähen? Ich weiß das nicht. Jetzt wahrscheinlich so viele Fragen. Gut, wir müssen zurück zur Leiche. Die rote Farbe gibt es ja nur in der Feenwelt. Wir müssen es in das Blut tunken. Tut mir leid. Oder vielleicht ist das nicht mehr frisch, dann müssen wir auf den anderen warten. Unsinn. Wieso denn? Windling würde sich die Haare raufen. Ja, wer noch? Der Ulfried? Wohl kaum. Ton. Ah, vielleicht ist da Dings drin. Wein. Windling würde sich die Haare raufen. Dann zerbricht doch den... Zerbricht den Tonkrug. Zack. Um der alten Zeiten willen. Aha. Tonscherben. Nimm die Tonscherben. Wozu denn? Weiß ich nicht. Jetzt tunkst du schon ins Blut. Warum sollte ich? Dann ist es rot.
Willst du mal gehorchen? Die toten, die aufgehängten Lerchen vielleicht? Hilda bringt mich um, wenn sie noch lebt. Magischer Eiszapfen. Lass mal kurz gucken. Ist er schon tot? Wir bräuchten frisches Blut? Oh, falscher Ausgang. Kommen wir überhaupt weiter? Nee, hier war's, ne? Das war es, alles klar. Dann müssen wir wieder zum... Ich glaube, das Nordtor ist das hier gewesen, ne? Ja, ja. Müssen wir jetzt zum anderen Tor. Wahrscheinlich Süd? Boah, da könnte ja jede Richtung sein. Du lebst ja immer noch. Genau, wir brauchen mal ganz kurz das rote Blut. Alles gut, Olgierd? Bald bin ich soweit. Komm, das schaffst du. Gib mal die Heugabel. Gib mir die Heugabel. Nein, sie lag hier. Jetzt ist sie mein. Kannst sie bald haben. Ja, ja, brauchst du nur einen. Mach jetzt. Keine Do- Nur noch ein... Was mache ich denn mit ihm? Wir müssen ihm was geben. Den magischen Eiszapfen. Bring ich damit um. Was soll er dazu schon sagen? Weiß doch ich nicht. Genau, weißes Zelt auf. Wir brauchen sein Blut. Das heißt, das bleibt besser bei mir. Findest du? Thronscherben hier. Das Guck. Wird ihn kaum interessieren. Zerbrochen wie dein Leben. Und schon hängt er irgendwo am Haken. Ja, was mache ich denn? Achso, die Akademie. Ja, klar. So, wo ist die Zelt? Wo ist Hildas Stand? Da. Unterhosen hängen auch nicht mehr hier oben. Da ist die Schwein. Die Schwein? Das Schweindall hängt da. Gut, wir reden mal mit dem Wachmann. Wer da? Mit welcher Absicht? Ich bin Geron, der Vogelfänger. Was willst du? Ja, was ich will? Lass mich rein in die Akademie. Lasst mich auf der Stelle in die Akademie. Vergiss es, Junge. Nur autorisierte Personen haben Zutritt. Du siehst doch, was da draußen los ist. Was denn? Ist alles super. Freier Zugang, bitte. Nee, halt, Feenforscher. Ist Giacomo Nauta in der Akademie? Wer? Ein auffälliger Gelehrter mit verschiedenfarbigen Augen. Er sollte da sein. Ach, dieser aufgeregte Kerl. Ja, der ist hier. Dann lass mich rein. Was ist passiert? Wo sind die ganzen Menschen? Hast du die letzten Monate verpennt? Die Krähen haben den Wahn gebracht, der das ganze Land verpestet. Wer noch einigermaßen bei Verstand ist, verschanzt sich in seinem Haus. Der Seher verliert wirklich keine Zeit. Wie erhalte ich denn Zutritt zur Akademie? Ein Dahergelaufener wie du? Gar nicht. Ohne guten Grund geht hier nicht einmal die Akademieleiterin ein und aus. Ein Nichtmagier wie du müsste schon einen Freibrief beim König selbst erwirken. Dann tue ich das. Eine Audienz beim König. Du. Und auch noch in diesen Zeiten. Warum nicht? Der König hat sich doch genauso hinter seinen Mauern verschanzt wie sein Volk. Bestimmt. Gut, heißt, wir müssen zuerst beim König vorstellig werden. Besser nicht. Doch, doch, besser. Das heißt, wir müssen rote Farbe besorgen. Wir müssen grünes Eichenblatt auf rotem Grund. Und wir können dir noch nichts. Womit soll ich das zusammennähen? Mit dem Wappen. Womit soll ich das zusammennähen? Mit dem Herbarium. Das geht so nicht. Ach so. Rote Farbe, wo kriege ich rote Farbe? Schneid dich halt mal ganz kurz. Irgendwo brauchen wir rote Farbe her. Komm, tu es. Nee. Der Einzige, der mir Erlaubnis erteilen kann, die Akademie zu betreten, ist der König. Der Rabe wird für jeden Toten bezahlen. Tja, was können wir denn noch machen? Nadel und Faden? Wozu denn? Weiß ich nicht. Ich bin verwirrt. Müssen wir das doch mit dem Trank zuerst machen. Wir brauchen rote Farbe. Wo kriege ich rote Farbe her? Aus irgendwelchen Beeren? Hilda wird schon auf sich aufpassen. Tote Lerchen. Warum hängen da hinten zwei tote Lerchen? Keine Ahnung, kannst du mal holen? Zwei tote Lerchen. So, hast du es bald. Muss ich jetzt wirklich warten, bis der sich dir das Licht ausknipst und dann kann ich die Farbe benutzen? Das ist ein bisschen makaber, oder? Wer hätte gedacht, dass ich mich einmal freuen würde, Olgierd wiederzusehen? Ihm Dinge. Was soll er damit? Weiß ich nicht. Abgelenkt sein, kann er lesen. Behalte ich selbst. So. Mach ihn wieder ganz. Das kann ich jetzt bis zur Erschöpfung wiederholen. Was wirst du Wer auch? Hätte gedacht? Ja, ja. Ich. Trunkrug.
Nimm ihn dir. Nimm, so. Nimm alles, was du kriegen kannst. Tja, hier geht's wieder raus, ne? Vielleicht kann der Ritter von trauriger Gestalt uns hier ein bisschen helfen. So. Ritter Zornbold. Krähen. Diese seltsamen Krähen. Sie müssen eine Schwachstelle haben. Jeder Vogel lässt sich durch irgendetwas ködern oder verschrecken. Hm. Als ich zur Stadt zurückkehrte, stürzten sich die Krähen wie wild auf den Wimpel an meiner Lanze. Ein Fetzen ist alles, was ich davon retten konnte. Der Wimpel? Der ist hoffentlich knallrot. Gebt mir die Reste eures Wimpels. Das Wappen ist wertlos. Andergast ist dem Untergang geweiht. Nun gebt mir den Fetzen schon. Was soll's? Nimm ihn dir. Diese seltsamen... Sie müssen eine... Jeder... Okay. Ein Fe- Ich lasse euch allein. Danke. Hoffentlich ist er knallrot. Wimpel. Rote Krone. Nee, rote Womit Krone. Womit soll ich das zusammennähen? Mit dem Eichenzweig. Womit soll ich das zusammennähen? Mit dem anderen. Womit soll ich das zusammennähen? Mit der roten Womit Krone. Womit soll ich das zusammennähen? Kannst du mal aufhören? Womit soll ich das zusammennähen? Also nochmal. Nimm der, das weiße Z- ne, nimm den Eichenzweig. Womit soll ich das zusammennähen? Mit der roten Krone. Womit soll ich das zusammennähen? Mit dem... Womit soll ich das... Ist ja gut, halt im Maul. So, jetzt müssen wir nochmal kurz lesen. Nee, fragen. Wo, was? Wir müssen... Was brauchen wir nochmal genau? Roter Untergrund, grüner Eichenzweig. Wieder falsch gelaufen. Scheiße. Jetzt. Also, wir brauchen was? Nein, komm her. Kommst du her. Fahren halt rum. Mit der Winde lässt es sich hoch und runter kurbeln. Ist mir auch gefallen. Was? Fahnenhalterung. Was lässt sich... Trostlos, so ganz ohne Banner. Mit der Winde lässt es sich hoch und runter... Was ist es? Moment. So, zum König. Zum König, ja, ja. Wieder nach Hause. Zu Hause. So, es ist Winter. Wie lange war ich fort? Die Harfe des Sehers. Ich muss sie finden, so schnell wie möglich. Vielleicht ist der Feenforscher noch in Andergast und hat etwas herausgefunden. Die ganze Stadt ist wie ausgestorben. Dafür sitzen überall die widerwärtigen Krähen des Sehers. Sie bringen den Menschen Albträume und treiben sie in den Wahnsinn. Zum König. Es war absehbar, dass die misstrauischen Zauberer mich nicht in ihre Akademie lassen. Jetzt kann mir nur noch der König, noch König Effert anhelfen. Aber auch zum König werde ich nicht vorgelassen. Vielleicht wird man seine Meinung ändern, wenn ich es schaffe, etwas gegen die Krähenplage zu unternehmen. Gewinnlings altes Zaubermittel könnte weiterhelfen. Ich würde aber eigentlich gern... Ja, altes Zaubermittel. Gewinnlings kleine Pflanzenkunde. Ja, aber was ist mit dem... Trostlos, so ganz ohne Banner. Scheiße, Mann. Was muss ich denn da nochmal machen? Was muss ich jetzt zusammenfriemeln? Was war das nochmal? Roter Untergrund. Das muss ich hier rot färben, ja? Das ist ein weißes Zeltdach. Deswegen heißt es auch weißes Zeltdach. Es muss ein rotes sein. Rotes Zeltdach. Kann ich... Muss ich das rote Banner nicht... Rote Krone auf weißem Grund. Jetzt brauche ich noch den grünen Eichenzweig. Ach, nicht zusammennähen. Ach so, dann alles zusammennähen. Ah. Das Wappen der Stadt. Jetzt nur noch zusammenflicken. Oh Mann, einfach nur so kombinieren. Oh, ich dachte, ich muss mal alles zusammenfriemeln. Dann ans Werk. Erst die Krone. Ja. Dann der Eichenzweig. So schnell, okay. Und fertig ist das Banner. Muss das nicht mit grün sein? Dann eben nicht. So. Nimm... Bring an. Falls die Krähen jede Stadtbanner so zurichten, wäre es ein starker Köder. Aber ja. Was ist meine Falle? Was ist seine Falle? Also wir brauchen eine Sprengfalle. Wahrscheinlich da drin. Kommt der mit hoch? Hm. Gut. Banner haben wir schon mal. Banner haben wir. Jetzt müssen wir mal schauen, wenn ich das komische Zeug zusammen gepanscht bekomme. Und wahrscheinlich während ich das hin... Herrichter wird er sich hinrichten. So, rum. Ja, auch zum König. Auch nächster König hier. Gehen wir mal nach Hause. So, Tür zu. Ja, genau. Es zieht nämlich. Ach, guck mal hier.
Vogelmist, der Gute. Zeit auszumisten. Hier liegt noch ein Taubenei. Ein Taubenei. Taubennuss. So, zu die Hütte. Soll doch hübsch aussehen. Ihr Beet verwischt mehr und mehr. Verwischen will ich es nicht nennen. Die Hälfte hängt ja runter. So, jetzt was? Wir müssen doch irgendwo ein Rezept finden. Woher weiß ich denn das Rezept? Oder kenne ich das Rezept? Taubenei. Es ist gefroren, aber mit etwas Glück noch nicht faul. Ja, wie, fehlen nur noch die Zutaten. Welches sind denn die Zutaten? Wieso kann ich das nicht lesen? Gwynlings kleine Pflanzenkunde. Ja, und? Bild. Benutze Buch mit Bild. Darin sind nur Pflanzen beschrieben. Ja, gehen wir zum Glaskolben. Das Buch wird beim Finden von Zutaten sicher hilfreich sein. Das glaube ich auch. Nur benutze Wurzel mit Herbarium. Mal sehen. Ah. Pfahlgelbe Wurzel. Wurzel? Sellerieartige Blätter. Ja? Eindeutig eine Yoruga-Wurzel. Und? Kurze Frage, wieso habe ich denn noch nicht die Info bekommen, was ich denn brauche? Der hat von dem komischen Mittel gesprochen, Gegenmittel? Ja, es ist zweifellos eine Alraune. Ach, echt jetzt? Was ist denn mit der Flechte? Mal sehen. Graugrüne Flechte, verwunschener Wald. Das muss eine Traschbartflechte sein. Ja, wahrscheinlich. Haarspartflechte. Ein Ei. Darin sind nur Pflanzen beschrieben. Ach, ein Ei ist keine Pflanze? Komm, lüg mich nicht an. So ein Eichendings brauche ich nicht mehr. Tja, Was steht hier geschrieben? Die Schrift ist winzig. Geh mal näher ran. Ich muss diese Harfe finden. Ich bin sicher, der Seher hält Nuri dort gefangen. Erstmal würde ich sagen, hauen wir den magischen Eiszapfen in den Glaskolben. Kann das Wasser kochen. Ich muss sicher gehen, dass das wirklich eine Zutat für Gwynlings Gegenmittel ist. Wo ist denn das mit dem Gegenmittel? Ich verstehe das nicht. Hier liegt doch nirgends was. Oder doch in der Schublade? Da waren noch zwei Punkte, die man anklicken konnte. Ja, ja, jetzt ja auch die andere Seite. Sie ist völlig verkeilt. Aha. Messer aufhebeln. Schon wieder das Messer? Tatsache. Da ist mich das Gegenmittel. Hoffnungslos. Wie? Hoffnungslos. Kann man mal so kaputt. Oder heil zaubern? Dazu müsste es zerbrochen sein. Okay, kriegen wir hin. Zerbreche. Bricht nicht in zwei. Warum? Vieles ist zerbrechlich, aber das nicht. Oder erst die andere, denn die andere kann sich... Nee, jetzt blockiert die, ne? Ja, Schublade. Rausnehmen und jetzt kaputt treten. Vielleicht lässt sich der Boden der Schublade herausbrechen. Ja, ja. Aber nicht so. Vielleicht lässt sich der Boden herausbrechen. Messer? Eine leere Schublade braucht keinen Boden. Das Rezept. Gwynlings Mittel gegen den Fluch der Krähen. Ich brauche eine Alraune, eine Yoruga, zwei Unzen Traschbart, etwas, das Krähen anlockt und etwas, das Feenmagie enthält. In Klammern, vermutlich, alles zusammen wird im Glas erhitzt. Ja, sauber. Das haben wir. Also, wir wissen, was wir tun. Wasser. Etwas, das vermutlich Feenmagie enthält. Genau. Kocht. Eine Yoruga-Wurzel. Eine Yoruga. Oder Yoruga, genau. Kocht. Eine Alraune. Hoffentlich sind es auch zwei Unzen. Eine Alraune. Bitte lass es zwei Unzen sein, sonst muss ich nochmal los. Dann habe ich keinen Bock. Zwei Unzen Traschbart. Fertig. Das Ei, das lockt ja die Viecher an. Etwas, das Krähen anlockt. Genau, Taubenei. Oh. Entzauberungsmittel. Jetzt müssen diese biestigen Krähen nur noch damit in Berührung kommen. Tunke mal. Au, heiß!
Ja, ach. Improvisierte Flagge reintunken. Improvisierte Flagge mit Entzauberungsmittel. Ja, geil. So macht Feuer aus. Sie steht da, wo sie stehen muss. Flamme ist aber damit an. Lässt sich das Gebräu erhitzen. Welches Gebräu? Machen wir das Licht aus. Hier, das Feuer aus. Eine Fackel noch die ganze Hütte ab. Na gut, eher nicht. Da brennt nichts. Ach Gott, jetzt haben wir vergessen, das Katapult zu reparieren. So, der lebt immer noch. Das ist schon mal von Vorteil. Dann müssen wir... Geht das nach Norden? Wieder falsch. Wusste ich doch, dass sie rechts unten hätte raus müssen. Egal. So, jetzt wird das Ding aufgehangen und dann kommen wir hoffentlich zum König. Zeit wird's. So, Fahnenhalterung. So, jetzt... Dann hoch damit. Schnappt's euch. Bon Appetit, ihr Ratten, ihr Fliegenden. Boah, das ist Agro. Sofort geht's los. Entzaubert. Das jetzt. Das Burgvolk hat dein kleines Kunststück eben bemerkt, Junge. Der König will dich sehen. Vielleicht schöpft er jetzt neue Hoffnung. Na, endlich. Eine wahrhaft unglaubliche Geschichte, Vogelfänger. Und du sagst, der Rabe ist der Seher? Alle Tage kommt dieser Vogel zu mir und fordert den Reif des Verbrannten. Er wird Andergast in eine ewige Finsternis stürzen, so wie er es mit Noris Feenwelt getan hat. Du beweist Mut, dich nach deinem plötzlichen Verschwinden erneut vor deinen König zu stellen. Aber missbrauche nicht die Not meines Landes als Ausrede für dein eigenes Versagen. Diesmal werde ich nicht gehen, mein König. Nicht alles ist verloren. Mit diesem Trank können wir die Krähen von ihrem Fluch befreien. Zu spät, Vogelfänger. Rache und Zorn blenden uns, wie einst, vor 13 Jahren. Vielleicht waren wir damals blind, nicht der Seher. Sieh da! Der König und der Vogelfänger. Ein Bild wie aus einem Märchen. Wo sind eure glänzenden Ritter hin, mein König? Erspare mir deinen Spott, Seher. Du bist enttarnt. Ihr glaubt dem Unglücksbringer? Was kümmert's mich? Ich habe die Schleier der Zeit zerrissen und Satinav selbst ins Angesicht geblickt. Das Schicksal eilt heran. Unaufhaltsam! Schon steht es in eurem Thronsaal. Genug davon. Was willst du? Ihr kennt mein Angebot, König Zornbold. Gebt mir den Reif oder stürzt mit den Trümmern eures Reiches in die ewige Finsternis. Entscheidet euch. Was soll es sein? Mein König. Schweig! Du willst meine Entscheidung, Seher? Du sollst deinen Reif bekommen. Eigenhändig werde ich damit deine Asche krönen, sobald du erneut und endgültig verbrannt bist. Nein, kleiner König. Das ist nicht das Ende, das ich sehe. Wir hatten gehofft, es würde enden, als wir ihn verbrannten. Doch jetzt? Ich bin mir nicht mehr sicher. Was, wenn seine Prophezeiung über dich wahr ist? Nuri wird sterben, wenn ich sie nicht finde. Ob ich nun Unglück bringe oder nicht. Nichts wird mich davon abbringen, ihr das Leben zu retten. Deine Entschlossenheit verdient Achtung. Doch auch du bist nur ein Mensch. Erwarte keine große Hilfe von mir. Zu viele Männer habe ich bereits in den Tod geschickt. Majestät? Gewährt mir Zugang zur Magierakademie. Das ist meine einzige Bitte. Die Akademie? Was erwartest du dir davon? Ich muss mit dem Feenforscher reden und mehr über die Zauberharfe erfahren. Du scheinst ein gutes Herz zu haben, Geron. Ich werde dir ein Schreiben geben, das dich als meinen Gesandten ausweist. Hab tausend Dank, mein König. Viel Glück, Vogelfänger. Ich hoffe, du kannst deine Freundin retten. Das hoffe ich allerdings auch. Beim nächsten Mal geht's weiter. Dann schauen wir uns hier weiter um. Dann kommen wir zum ersten Mal in die Akademie.
Beim König waren wir ja schon mal. Wegen der Eichblatt-Quest. Aber das hat ja, das hat ja nicht so ganz funktioniert. Ja. Jetzt haben wir zumindest ein Mittel gegen das Vieh. Oh, wir haben es irgendwie doch nicht mehr. Huch. Haben wir alles verwendet hierfür? Er hat doch gemeint, wir haben noch den Trank. Oder liegt es am Rezept? Ich weiß es nicht. Den Freibrief. Jetzt kommen wir in die Akademie. Und dann müssen wir den wahrscheinlich finalen Plan, denke ich mal, schmieden. Gegen den bösen Seher. Zusammen mit dem alten Feenforscher. Hat der echt unterschiedliche Augenfarben gehabt? Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, egal. Beim nächsten Mal gibt es mehr. Ich weiß noch nicht, wie lang das geht. Aber wirkt so ein bisschen wie das Ende. Ne? Wir sind jetzt wieder am Anfang angekommen. Die typische Heldentour haben wir jetzt zu Ende gebracht. Sind wieder dort, wo wir waren einst. Wo wir davon gejagt wurden. Man kennt das ja aus vielen, vielen Geschichten. Der typische Held, der auszieht. Und als super krasser wieder zurückkommt. Nachdem Anfang nur ein Lappen war. Am Anfang. Naja. Beim nächsten Mal mehr von Satinavs Ketten. Ich danke fürs Zuschauen und sage, gehabt euch wohl und immer schön den 12. Huldigen.